Nun gut, jetzt muss ich mal schauen, wer unser erster Slam ist. Nee, doch, stimmt. Ja, Sie haben recht. Sie haben wie immer recht. Gut, also, ja, meine Damen und Herren, physikalische Chemie, das ist ja eine interessante Sache, war übrigens mein Nebenfach im Physikstudium und vor allem ist es interdisziplinär. Und interdisziplinär, so Schnittmenge zwischen Physik und Chemie, interdisziplinär ist immer gut. Ich bin auch dafür, dass man beim Fußball vielleicht mal das Handspiel erlaubt, weil das ist interdisziplinär, ja. Und unser nächster Slammer, Jan Welzenbach oder Esther Slammer, ist eben physikalischer Chemiker, kommt von der TU Darmstadt. In seinem Slam geht es um Laser. Bin gespannt. Den langen, weiten Weg von Darmstadt nach Frankfurt begrüßen Sie Jan Welzenbach. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Wissenschaft, wir haben es gerade schon gehört, physikalische Chemie, und ich muss jetzt die Fronten hier erstmal klären, das gibt's wirklich. Das ist nicht nur so eine Erfindung, was er sich gerade ausgedacht hat, das gibt's wirklich. Und wenn ich das irgendwo erzähle, dass ich das wirklich mache, dann gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten, wie die Leute darauf reagieren. Entweder ein interessiertes, interessant, ein eher verhaltenes, oder ein, oh Gott. Und ich wette mit Ihnen, die meisten habe ich gerade bei einer dieser Reaktionen auch erwischt. Und umso größer ist meine Freude. Ich freue mich total, dass heute so viele Leute da sind und ich sie mitnehmen darf auf eine kleine Reise durch meine Arbeit, eine kleine Reise in die physikalische Chemie. Bevor wir damit starten, muss ich euch erstmal einen kleinen Freund von mir vorstellen. Keine Angst, es wird nicht zu chemisch, aber dieses kleine Molekül, das Acetaldehyd-Molekül, das müssen wir uns mal angucken. Denn tatsächlich, ich wette mal, die Hälfte hier, die hatten schon Erfahrung damit. Das ist nämlich das Zeug, was immer in dem letzten Glas Wein da drin ist und was dafür sorgt, dass wir am nächsten Tag uns denken und, oh Gott, was habe ich da gemacht? Üblicherweise ist es so, dass bei zu viel Alkohol im Körper die Leber das zu dem Acetaldehyd umsetzt und das uns den Kater am nächsten Tag beschäftigt. Aber auch die chemische Industrie hat ein großes Interesse an Acetaldehyd. Viele Dinge, die wir tagtäglich benutzen, zwar jetzt nicht direkt das Molekül selbst, aber irgendwelche Produkte, die in der chemischen Industrie daraus produziert werden, benutzen wir täglich. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, wir nehmen ein bisschen Erdöl, da machen wir da so eine uralte Dreckchemie drauf. Dann gehen wir weiter und nehmen wieder irgendwas Dreckiges, erzeugen eine ganze Menge Müll, das ist dann auch noch giftig, macht alles keinen Spaß, ja, aber unser Produkt kommt halt auch bei raus. Die Welt ist aber schöner als das und es gibt natürlich Hoffnung. Zum einen nutzen wir etwas, was die Natur für uns übrig hat, und da kommen wir jetzt leider tatsächlich wieder zum Kater. Wir produzieren erstmal aus irgendwelchen pflanzlichen Bestandteilen Alkohol und machen es dann wie die Natur in unserem Körper. Wir fangen an, das einfach zum Acetaldehyd umzusetzen. Dazu brauchen wir kleine Helferchen, nämlich einen Katalysator in der chemischen Industrie. Das sind so kleine grüne Kristalle und die bestehen aus Eisenmolybdat. Und ohne, dass man jetzt viel darüber wissen muss, da steckt das Wort Eisen drin. Und eins kann ich Ihnen sagen über die Ressource Eisen. Das ist super nachhaltig. Das heißt, wir haben da wirklich eine richtig gute Idee. Das ist sowohl aus einer nachhaltigen Sicht super sinnvoll, das ist aus einer ökonomischen Sicht sinnvoll, denn tatsächlich, das ist seit einem halben Jahrhundert bekannt und es gibt Fabriken, riesige Anlagen, die das auch tagtäglich, Aldehyde, damit produzieren. Außerdem aus einer technischen Sicht auch noch super. Aber die große Frage dabei ist, und da nehme ich ins Spiel, warum? Warum? Und vor allem, was hat eigentlich das Eisen damit zu tun? Und wie wir das machen, da müssen wir jetzt erstmal was anderes klären. Sie haben sich wahrscheinlich auch schon gefragt, warum dieser Mann da unten eigentlich aussieht wie Ihr Sparkassenberater, dem Sie Ihr Geld nicht anvertrauen. Applaus
Denn eine Sache haben sie mit Sicherheit festgestellt, dieser Mann da unten, der trägt eine rote Krawatte. Und das ist super wichtig. Also nicht das mit der Krawatte, sondern das mit der Farbe Rot. Wenn wir jetzt mal uns ausdenken, wir machen hier alle Lichter aus. Und ich meine wirklich alles, nicht jetzt. Dann wäre hier alles dunkel, alles wäre schwarz, ohne Farben, ohne Licht. Aber in dem Moment, wo der weiße Spotlight angeht, wird mein Hemd weiß, aber meine Krawatte rot. Das mag jetzt für Sie erstmal was Selbstverständliches klingen, wir haben damit tagtäglich zu tun. Aber ich sag mal so, das ist eines der wichtigsten, behaupte ich jetzt mal, Phänomene, die es im Universum gibt, nämlich die Tatsache, dass Licht mit Materie, also in dem Fall den Farbstoffmolekülen in meiner Krawatte, interagieren, wechselwirken kann. Und weil das eben so wichtig ist, müssen wir uns das jetzt nochmal genauer angucken und gehen mal genau auf die Oberfläche von meiner Krawatte. Der weiße Spotlight, der mich hier gerade anleuchtet, der gibt einen weißen Lichtstrahl ab. Und das wissen Sie wahrscheinlich, deswegen gibt es ja auch Regenbogen, dass weißes Licht eigentlich nur die Mischung aus allen möglichen Lichtfarben ist. Das heißt, diese alle möglichen Lichtfarben treffen auf die Oberfläche meiner Krawatte auf. Aber nicht jeder Farbton wird die Krawatte wieder verlassen. Vor allem grüne Töne, gelbe Töne und teilweise so blaue Töne, die werden von den Farbstoffmolekülen in der Krawatte absorbiert. Und nur rote Töne, ein paar violette Töne, ein bisschen blaue, um die Farbe hier wirklich perfekt einzustellen, werden die Krawatte wieder verlassen. Ein super wichtiges Prinzip, aber wenn Sie sich tagtäglich damit beschäftigen, dann geht es nicht mehr darum, ob die Krawatte jetzt rot, blau oder grün ist, sondern da gehen wir ganz, ganz anders vor. Und wir bringen das als physikalische Chemiker auf eine ganz neue Ebene. Wir nehmen auch ein bisschen Mathematik dazu, wir nehmen ein bisschen Technik dazu und können dadurch sogenannte Spektren generieren. Was ihr hier seht über mir, das ist ein Spektrum des Pflanzenfarbstoffes, also der dafür verantwortlich ist, nicht, dass meine Krawatte rot ist, sondern dass jedes Blatt da draußen grün ist. Und da sieht man vor allem, wenn weißes Licht von der Sonne eben auf dieses Blatt trifft, dass es vor allem grüne, blaue, gelbe Töne sind, die das Blatt wieder verlassen können. Deswegen ist die Linie weiter oben. Und lilane Töne, rote Töne eher vom Blatt absorbiert werden und das nicht mehr verlassen können. Deswegen ist das am Ende für uns grün. Und jetzt wurde hier ja schon groß angekündigt, dass ich mit Lasern arbeite. Wir können natürlich so läppische Spotscheinwerfer nehmen, um damit irgendwas herauszufinden. Oder wir geben mal richtig Dampf drauf und machen das Ganze mit Lasern. Und zwar funktioniert es dann so: Wir nehmen, wie meine Figur da oben, einen Laser und schießen auf unser Eisenmolybdat. Da kommen jetzt wieder diese kleinen Helferchenkristalle, kleine grüne Kristalle ins Spiel, die wir damit entsprechend anleuchten. Wir können damit dann ein sogenanntes Raman-Spektrum aufnehmen. Und muss man jetzt sagen, das ist jetzt ein Wort, das werden Sie vermutlich nie wieder in Ihrem Leben hören. Ist aber auch gar nicht so schlimm, denn das ist wesentlich komplizierter, als es jetzt erstmal aussieht. Aber unabhängig davon, was Sie sehen oder wie jetzt diese Kurven da zustande kommen, eine Sache können Sie sehen. Nämlich dann, wenn wir diesen Katalysator in einen Reaktor einbauen und anfangen, damit wir ordentlich Acetaldehyd zu produzieren. Dann machen wir nämlich wieder einen Laserbeschuss und nehmen wieder ein Raman-Spektrum auf. Und egal, ob Sie verstehen, was da passiert oder nicht, eine Sache können wir alle gemeinsam sehen. Und das ist die Veränderung. Was Sie jetzt im Prinzip sehen können, ist, dass sich diese Linie, egal was die jetzt bedeutet, verändert. Und das ist wichtig. Jetzt komme natürlich wirklich ich ins Spiel und muss mir dann wirklich Gedanken machen, was das im Einzelnen bedeutet und was jetzt auch diese Veränderung bedeutet. Aber wir haben damit ein wichtiges Puzzleteil generiert in der Fragestellung, warum ist das eigentlich alles so gut? Man kann das Ganze nicht nur mit Licht machen, man kann das auch ganz mit Strom machen. Dann spricht man irgendwann von Impedanzspektroskopie. Die Mathematik dahinter ist wirklich trocken. Aber auch das, man kann irgendwas sehen, ob man darin jetzt was erkennt oder nicht, sei mal dahingestellt. Was wir aber alle sehen können, ist, wenn wir das wieder während der Reaktion betrachten, man spricht dann übrigens von In-Situ-Spektroskopie, falls Sie mal jemand auf der Straße fragt. Den Unterschied können Sie alle sehen. Während es vorher irgendein Gebilde war, was da in dem Nirvana verschwunden ist, haben wir jetzt so einen kleinen Halbkreis mit irgendwas außenrum. Und wieder haben wir ein wichtiges Puzzleteil generiert, die wir am Ende, und ja, ich mache das jetzt schon ein paar Monate und ehrlich gesagt ist da auch kein Ende in Sicht. Diese ganzen Puzzleteile setzen wir am Ende zusammen, um ein großes Bild zu generieren. Und das kann ich Ihnen jetzt mal zeigen, was wir allein aus diesen zwei Puzzleteilen so gelernt haben. Wir gehen da mal an die Oberfläche unserer grünen Kristalle und schauen uns mal genauer an, was da so auf einer molekularen Ebene passiert. Von der Seite kommt da jetzt ein Alkoholmolekül angeflogen, dockt an der Oberfläche an, wird zum Acetaldehyd umgesetzt und hinterlässt eine Lücke. Im weiteren Verlauf bewegt sich irgendwas durch unsere Kristalle und füllt diese Lücke wieder auf.
Das sind im Prinzip die zwei Sachen, die wir gesehen haben. Auf der linken Seite, oben haben wir dieses Raman-Spektrum gesehen, was uns zeigt, irgendwie verändert sich diese Oberfläche stark. Da passiert etwas. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, wie sich innerhalb dieses Kristalls etwas bewegt. Das ist im Prinzip das, was das aussagt. Und im Prinzip das, was sich da innerhalb bewegt, das sind kleine Sauerstoffatome, die sich innerhalb von dem Gitter bewegen können und entsprechend die Oberfläche wieder auffüllen. Jetzt habe ich Ihnen in kürzester Zeit alles Mögliche erzählt. Ich finde es wahnsinnig toll, dass heute Abend so viele da sind und so tolle Themen, über die wir heute noch hören werden, sprechen können. Eine Sache möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Chemische Industrie steht immer wieder unter dem Verdacht, ach, das ist alles so dreckig und da raucht es und das ist alles giftig. Das mag an der einen oder anderen Stelle auch sein, aber auch die Produkte, die wir aus der chemischen Industrie bekommen und brauchen, die können wir auch nachhaltig produzieren. Eben indem wir die richtigen Fragen stellen, indem wir die richtigen Antworten suchen und damit wirklich den Laden ordentlich aufmischen können. Ich wünsche Ihnen allen einen traumhaften Abend und bleiben Sie neugierig. Vielen Dank. Jan Welzenbach. Jan Welzenbach. Dein Applaus. Und das müssen Sie zugeben, so cool ist kein Sparkassendirektor. Ja. Nun gut, dann kommen wir mal zu unserer Pappenwertung. Ich bitte also die Wertungsgrüppchen, sich auf eine Punktzahl zu einigen für Jans Slam-Beitrag. Einigen Sie sich und Pappen hoch. Hier fehlt noch eine. Okay, hier fehlt auch noch eine. Pappen hoch. Ah ja, okay. Gut, ich sehe 3, 4, 7 Punkte, 4, 11 Punkte, 4, 15 Punkte, 4, 19 Punkte, 3, 22 Punkte. Und jetzt die zweite Möglichkeit, bitte ich Sie um den Wertungsapplaus für Jan Welzenbach. So, wie gesagt, die Länge des Applauses ist eigentlich egal, es kommt nur auf die maximal, auf die Spitzenlautstärke an und das sind hier bei Theresa 101,1 Dezibel und bei Mina, jetzt ist sie da, Mina, 115,6 Dezibel. Bisschen Differenz, aber das kann doch passieren. Die Damen stehen immer auf dem gleichen Ort. Wir haben das hier mit Klebeband markiert, also es ist alles mit rechten Dingen. Gut, Dezibel aufgeschrieben. Ja, dann nochmal vielen Dank, Jan. Und wir kommen zum nächsten Slam.